Boom, meine lieben Freunde. Ein neuer Part Hand of Fate. Gut, ich muss erstmal mein Mikrofon wieder zu mir holen. So, noch kurz teilen. Dann doch nochmal weg. Ich hoffe, dass es heute keine Abstürze gibt, so wie gestern. Da wollt ihr ja OBS nicht richtig. So. Ach. Gleich haben wir's, Kinders. Gleich haben wir's. So. Jetzt haben wir's. Und zwar Hand of Fate, dritter Part. Ich finde das Spiel echt so unglaublich gut. Back so soon. I knew you would not falter. So ist es. Wir sind wieder bei Hand of Fate, dritter Part, weil ich kann einfach nicht aufhören mit dem Spiel. Ich finde das so unglaublich gut. Ich habe eben ein bisschen Battlefield gespielt und jetzt... Die Pestdame ist diesmal. Und ich bekomme eine negative Aura für diesen Start. Hallo, Olaf Hummelbein. Alter, Watson, du bist gerade nach 1 Minute 35 bist du am Start. Negative Aura. Wann immer der Spieler einen Fluch los wird, verliert er auch einen zufälligen Gegenstand. Gut, das ist Gott sei Dank mal eine nicht so schlimme Karte. Damit kann ich leben. So, guck mal rein. Sterbliche Laune. Da weiß ich ja noch nicht, was das ist. Olaf, ey, ihr seid alle mega pünktlich. Ohne Scheiß, ich bin baff, Leute. Ich bin baff. So, ich hau mal das Ding raus, weil ich noch nicht weiß, was das ist. Das hau ich auch raus. Damokles hau ich auch raus. Heilende Zeit. Wir nehmen jetzt mal wieder Sachen rein, die ich auch wirklich brauche. Das sind auf jeden Fall noch krassere Waffen. Nehmen wir doch mal diese neue rein, die ich noch nicht kenne. Was war das hier? 32 Schaden, das nehmen wir auch mit rein. Und wir nehmen für diesen Durchgang... Es freut mich sowieso, dass gleich zu Anfang diesmal zwei Leute da sind. Bin gerade erst von der Schule gekommen. Wenn man das hört, Alter. Wenn man das hört. Hä, es ist doch Samstag. Nee, es ist heute Freitag gewesen. Heute ist Freitag. Ach, um Gottes Willen. Seht ihr, ich habe auch kein Gespür dafür. Nehmen wir einfach mal heilende Zeit mit rein, oder? Oder was haben wir hier? Krone des Goblin-Königs. Nehmen wir die mal mit rein. Vielleicht wird die ausgespielt. So. Da will ich auch nichts drin haben, also normal weiter. Wir beginnen mit der Pestdame. Banish your curses with caution while facing the queen. Oh. Echt viele Karten hier mit reinhauen. Und ganz viele Sechser-Gegner, ey. Das ist übel. Ach, Watson, ich habe Who Am I geguckt auf deinen Rat hin. Und ich muss echt sagen, guter Film. Also jetzt nicht überragend, aber oder okayer Film. Also hat Spaß gemacht. So, meine erste Ausrüstungskarte, die ich kriege, ist der Helm. Der gewährt dem Träger hohe Bewegungsgeschwindigkeit. Toll. Ich habe aber kein Schild, ne, zu Anfang. Doch, ich habe ein Schild, geil. So, wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ach, nach oben. Wie geil ist das denn? Ich bin schon am Ende. One more step down and we may see the end of this. Gucken wir mal, ich kehre um. So. Kehre um. Dann gehen wir... Kann ich die Sachen nochmal sehen? Kann man da irgendwie näher ran? Nein, ne? Dann gehe ich erstmal hier zum Priester. Du triffst einen wandernden Priester, der dich freundlich begrüßt. Für einen kleinen Teil deiner Vorräte kann er dich im Namen der alten Götter segnen. Gib dem Priester die Hälfte deiner Ration. Lehne ab. Nee, da lehne ich ab.
Nein, nun bin ich sicher, wohin dein Weg dich führt. Hast du die Hilfe der Götter nicht nötig? Leb wohl. Aber ich will zur Maid. So, und die könnte mir... Bitte um ein längeres Leben, bitte um mehr Vorräte, bitte um Gold. Ich bitte um Gold diesmal. Ich weiß gar nicht, wie viel hat die denn einen gegeben? Oh, hier 30. I'm sure you're grateful for this. Nochmal 15. Perfekt, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. So, und da wollen wir nicht hin, wir gehen hoch. Auf in die nächste Ebene. Du hast den Ausgang aus dem Gebiet gefunden, nimm die Treppe. Du lässt dich auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Oh. Der reisende Juwelier. Und ich habe gleich fett Geld gemacht. In einem schattigen Hain, abseits der bekannten Pfade, entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Gehe zum Laden. Natürlich gehe ich dahin. So. Gucken wir mal. Also ich werde das jetzt auch schneller und schneller und schneller machen bei den Karten, die ich natürlich kenne. So, gucken wir mal. Kriegsschrei ist der Oberhammer. Oh, kostet 55. Pfeilschneider. Drücke während des Kampfes rechten Bumper, um ein magisches Schild heraufzurufen, das, okay, nee, das dann so Pfeile und so ein Scheiß abwehrt. Drücke während des Kampfes rechten Bumper an. Also am allergeilsten ist ja Kriegsschrei. Dafür lohnen sich fast die 55 Tacken. Nehmen wir. Interesting choice. Nehme ich noch Rationen mit, wenn sie günstig sind? Ja, nein, dann noch nicht. Ja, das ist auch lustig. Hier muss ich ja jede Karte abgeben. Zirkus des Teufels, eine neue Karte. Heart, these traveling shows are but mockeries of the true mysteries. So, play for a token now. Eines Tages erreichst du beim Einsetzen der Dämmerung eine größere Stadt, in der gerade ein Wanderzirkus gastiert. Seltsame Anblicke und noch seltsame Gerüche dringen auf dich ein. Das D sieht komisch aus. Dringen auf dich ein. Während du zwischen den Zelten und Käfigen umherwanderst, deren einst leuchtende Farben nun verblasst und von einer Staubschicht überzogen sind. Fast wie betäubt gehen Bauern ebenso wie Adlige durch die Straßen und Gassen vorbei an Attraktion und Sensation. Irgendwas vernebelt dir die Sinne und für eine Weile vergisst du, was dich hierher gebracht hat und was du hier wolltest. Gehe weiter. Oh Gott. Erfolg und enormer Erfolg. Oh, die erste oder die zweite. Hi Ute. Schönen guten Abend. Erste oder zweite. Scheiße, es wäre die zweite gewesen. Verdammt. Eine schwarze Katze springt auf dich zu und streicht um deine Beine. Du bist abgelenkt, schlägst die falsche Richtung ein und landest in einer finsteren Gasse. Ja, komm Gegner. Die Mysterien des Zirkus warten auf dich. Okay. Ich weiß es nicht. Oh. Jetzt nehme ich aber die zweite. Enormer Erfolg. Ein gedämpfter Hilfeschrei lenkt deine Aufmerksamkeit auf ein Spiegelkabinett. Mit gezückter Waffe trittst du ein. Im Schein der Reflexion siehst du ein paar verhüllte Gestalten. Du kannst aber nicht erkennen, in welche Richtung sie sich bewegen oder wie nahe sie sind. Kurze Zeit später stehst du vor einer kleinen dunklen Wasserlache auf dem Boden. Ein paar Münzen liegen verstreut herum. Blutspritzer ihrer Vorbesitzer sind darauf zu sehen. Der Geber zieht eine Goldkarte. Na, ja, nur drei. Du gehst weiter durch die Spiegelgänge, findest aber keine weiteren Anzeichen für Leben, bis du wieder draußen bei den Schaulustigen stehst. Während du dich entfernst, fragst du dich, warum Diebe einen Menschen stehlen, das Gold aber zurücklassen. Kurz darauf wirst du jedoch abgelenkt und du vergisst den Vorfall. Kurz darauf stehst du am Rande eines Waldes, die Geräusche des Pöbels dringen von hinten zu dir. Der Tag bricht an, aber welcher Tag? Du drehst dich um und siehst die zerfallenen Gebäude einer Stadt, die vor langer Zeit verlassen wurde. Oh, ich habe also so eine Art Zeitreise gerade gemacht. Die einheimische Bäuerin. Während du eine Waldlichtung überquerst, begegnest du einer Bäuerin.
Sei gegrüßt, Fremder. Der Winter ist in diesem Jahr sehr hart für meine Familie. Im Wald hinter Bla, kennen wir, ne? Also, ab 2 Rationen sind die Kinder auch versorgt, also machen wir das so. Die Frau nimmt das Essen begierig entgegen und gibt es ein paar Kindern, die plötzlich aus dem Wald gelaufen kommen. Während die Kinder essen, erzählt die Frau ausführlich, was sie in letzter Zeit gesehen und gehört hat. So, wir müssen da ja eh durch, deswegen, aber ich kann die Kinder nicht verhungern lassen, das geht nicht. So, dann verlassen wir mal die Bäuerin und gehen weiter. Im Sonnenlicht siehst du eine Waffe glitzern, die neben einem Skelett am Boden der Schlucht liegt. Natürlich, wie du von oben erkennen kannst, bieten die Wände der Schlucht wenig Halt zum Klettern. Klettere nach unten, um die Waffe zu holen, lass sie liegen. Was hatte ich jetzt für eine Waffe? Ich kletter nach unten. Okay, oh, 2x Fehlschlag, 2x Erfolg, wieder. Oh, Schwein gehabt. Echt. Das hat mehr mit Glück zu tun. Man kann es nicht einschätzen. Gerade wenn die Karten dahinter gehen und auf einmal eine andere Richtung einnehmen. Klettere nach unten, um die Waffe zu holen. Vorsichtig machst du dich über die felsige Steilwand auf dem Weg nach unten. Als du dich dem Boden näherst, gleiten deine Hände ab und du fällst unbeholfen zu Boden. Du holst dir die Waffe vom uralten Leichnam. Ziehe eine Ausrüstungskarte. Zack. Der Frosthauer. Ist natürlich besser als meine Axt und es vereist auch Leute. Also klar, nehmen wir. Is that what you're going to do? Ja. There are so many ways to hang on to just one more moment of life. Die Todlose. Die Todlose ist eine Untote, die mächtige magische Feuerbälle schleudern kann. Sie ist außerdem in der Lage, andere Feinde zu verzehren, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Todlose sind in der Legende als die mächtigsten aller Untoten bekannt. Nur die stärksten oder besonders törichten aller Zauberer versuchen, sie zu beschwören. Nur die besonders Glücklosen hatten tatsächlich Erfolg. Again, a token is at stake. So, kann ich wieder eine Münze gewinnen? Ich brauche mal einen Schluck. Wenn ich immer so viel vorlese, kriege ich einen ganz trockenen Hals. In den Ruinen eines alten Tempels fühlst du die Gegenwart eines bösen, unnatürlichen Wesens. Du hast die Todlose entdeckt, ein mächtiges, untotes Monster. Und jetzt kann ich überlegen, greife die Todlose an oder fliehe in panische Angst? Wir greifen an. Tapfer näherst du dich der schrecklichen Untoten. Oh, geht sofort in Kampf. Ich habe noch nicht gegen die Todlose gekämpft, also von daher bin ich gespannt. Aber 4 weitere Gegner haben wir auch. Ah, da kommt's. Okay. Die ist ja mal hübsch. So, wollen wir die Todlose mal plätten. Also als erstes kümmere ich mich, glaube ich, um die Skelette. Ah, scheiße, ich brenne. So, Vollgas. Ah, scheiße, hier verliere ich aber gut an Energie, alte Scheiße. Weil immer diese Feuerbälle von hinten kommen. Okay, aber ich hab sie. Aber die hat mich krass verzaubert. Ich habe nur noch 13 Gesundheit. Die doofe Kuh. Das hat mir ordentlich Gesundheit gekostet. Die Todlose. Der Geber zieht 2 Gewinnkarten, das Zeichen dieser Karten gehört dir. Ich krieg noch eine zusätzliche Ausrüstung. Berserkerrüstung, Verteidigung leicht. Wenn ich jetzt also diese Rüstung nehme, kriege ich während des Kampfs erhöht jeder Treffer, den du erleidest, deine Geschwindigkeit und... Nee, die benutze ich erstmal nicht. 40 Gold. Take it. So, und ich habe die Karte.
darkness is loosed upon the lands. Was war denn das hier oben für ein Wagen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie muss man doch mal auf... Ich bin echt am Arsch, wenn ich jetzt gleich noch auf den Kampf stoße. Und dann noch lieber zurückgehen, ein paar Rationen kaufen. Ah, ich kriege auch Energie, alles klar. Dann mache ich das und hole Rationen. Auch wenn ich jetzt dadurch halt meine Rationen erstmal verbrauche, aber ich bekomme Energie. Aha, reisender Juwelier war das. Aber ich kann Rationen kaufen, das ist okay. Dann kaufe ich Rationen und laufe hin und her, weil ich bekomme ja immer 6 Heilungen für jeden Schritt, den ich mache. Wir können nochmal gucken, ob es einen Gegenstand gibt, der mir voll was bringt. Ring der Gerechtigkeit. Das Benutzen einer Waffenfähigkeit betäubt alle... Der Heilring. Wann immer der Spieler geheilt wird, erhält er ebenfalls plus 1 Gold. Kein Effekt, wenn er... Das ist cool, den nehmen wir trotzdem mit. Der ist cool. Und dann kaufen wir Rationen. Eine können wir noch kaufen. So. Puh, diesmal geht's zu Anfang schon relativ heftig los. So. Oh, und ich kriege Geld dafür. Zick. Das ist ja toll. So. So habe ich auf jeden Fall ein bisschen Energie wieder zurückgewonnen. Du hast einen freundlichen Händler gefunden, der bereit ist, dich auf seinem Wagen mitzunehmen. Natürlich fahre ich mit. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. What brings you to play the game? Rechts oder links? Wo gehe ich lang? I know you will not tell me, like all the rest. Das ist mal wieder eine Frage für die Münze der Entscheidung. Ja, es kann nämlich sein, dass ich in eine Richtung gehe und ich bin total am Arsch. So, also. Zahl, wir gehen nach links. Kopf, wir gehen nach rechts. Obwohl, ich habe 11 Rationen. Lasst doch das rational sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das ist echt beschissen. Eigentlich wäre es sinnvoller, nach rechts zu gehen und da rumzugehen. Aber wir lassen das Glück entscheiden. Es ist Zahl, wir gehen nach links. Okay. Ich wäre nach rechts als erstes gegangen. Naja, aber ein Magier. In einem schattigen Hain, abseits der bekannten Pfade, bla bla bla. Er möchte mit mir... Ne, ihr kennt die Geschichte. Ich mache das jetzt wirklich mal ein bisschen schneller. So. Was hat er denn für tolle Gegenstände? Drücke rechten Bumper, um jeden erfolgreichen Schlag schneller anzugreifen. Je länger dein Kombo, umso explosiver. Nicht bei Fremden ins Auto steigen. Das mache ich nicht. Ich steige auf den Wagen. Jeder Schlag erlegt einen Fluch auf, der den Gegner verlangsamt. Eigentlich cool, aber kann ich mir eh nicht leisten. Ich könnte mir noch Rationen kaufen, aber ich komme da ja eh nochmal vorbei. Also lassen wir das mit den Rationen kaufen. Erstmal gucken, wie weit wir kommen. So. Und als erstes gucke ich mir die Karte da unten an oder als letztes? Als erstes. Der Zorn einer Ehefrau. Während dich deine Reisen durch eine kleine Stadt führen, wirst du barsch von einer wütenden Frau angesprochen, die dir vom Tor ihres Gehöfs zuruft. Hey, du da! Du siehst aus, als wärst du hart im Nehmen. Mein Mann sollte schon seit Stunden zu Hause sein, aber stattdessen ist er bei seinen Kumpanen und versäuft all unser Gold. Ich kann Frauenstimmen nicht so gut. Sie haben die Beute ihrer letzten Geschäfts... Also es ist eine sehr stark rauchende Frau. Sie haben die Beute ihrer letzten Geschäftsreise hier gelassen. Wenn du bereit bist, ihm eine Lektion zu erteilen, darfst du dir daraus etwas aussuchen. Ja, dann gehen wir mal zum Wirtshaus und stellen den Mann zur Rede. Endlich jemand bei klarem Verstand. Ich würde selbst gehen und ihm eins überbraten, doch unsere Drachenkuh kalbt gerade und könnte den ganzen Hof niederbrennen. Du findest den Ehemann der... Achso, du findest den Ehemann der Frau. Es ist der Staubbube, aber der ist nicht so schlimm. Und es ist der Staubkönig.
spiele bei seinem Trinkspiel mit. Du konfrontierst den Ehemann der Frau im örtlichen Wirtshaus. Er ist damit beschäftigt, mit seinen Freunden ein Trinkspiel zu spielen. Ja, bedrohe ich ihn oder spiele ich sein Trinkspiel mit? Ich trinke, oder? Okay, Erfolg, Erfolg. Ich würde sagen, die erste Karte. Man ist immer falsch. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Der Mann muss etwas ins Getränk geschüttet haben, da du so schnell ohnmächtig wurdest. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Du erwachst in einem nahegelegenen Graben. Dein Helm ist verschwunden. Oh nein. Das ist Kacke. Das war Regeneration. Ah nee, ich habe immer noch Regeneration. Okay. Dann weiß ich nicht, was gerade mein... Oder war das der Helm der Geschwindigkeit? Ich weiß es nicht. Nee, ich gehe dran vorbei. Ich setze meine Reise fort. Gebeine des Helden. Oh, das machen wir diesmal nicht. Und zwar, wenn ich da die Sachen schleppe, dann kriege ich für die nächsten 5 Moves, die ich mache, irgendwann 50 HP abgezogen. Du kommst an einer Beerdigung vorbei, aus dessen Größe ersichtlich ist, dass der Verstorbene ein großer Abenteurer war. Du wirst von einem Geistlichen angesprochen. Dieser große Held fiel bei der Verteidigung unserer glorreichen Stadt Wanderbad. Sein Schwert und Schild sind mächtige Artefakte, doch sie müssen zurückgebracht werden, damit sie gebührend Grabriten vollzogen werden können. Nimmst du die Aufgabe an? Diesmal nicht, echt nicht. Er seufzt. Natürlich muss ein Abenteurer wie du regelmäßig seine Haare waschen bei all dem Blut und den Gedärmen. Ist mir egal. Oh, ich hab's geschafft. Was hätten wir denn noch gehabt? Darlehen, Halle des Toten Königs, Ruf nach dem Priester, verfluchte Ist egal. Aber ich gehe nochmal zu Herrn Leo rüber, oder? Dann kriege ich doch immer noch was. Ich noch nicht dahin. Ich gehe noch erst zu Herrn Leo. So, bei Herrn Leo ist es ja so, der will mir helfen. Den habt ihr wahrscheinlich schon in jedem meiner Videos gesehen. Während du dir in einem Wirtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt sich ein seltsamer alter Mann zu dir an den Tisch. Er tippt dir grob mit seinem Holzstock auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold ist, der nur unzugänglich als Mensch verkleidet ist. Unzulänglich. Sein schrumpeliges Gesicht grinst dich an, in seinen Augen blitzt Wahnsinn auf. Ich bin Herr Leo. Wenn du mir gibst, was ich will, werde ich dir mit meinem selbst angefertigten Zauberstab deinen Herzenswunsch erfüllen, mein Junge. Ein paar Augenblicke lang gackert er haltlos, dann wartet er geduldig auf deine Antwort. Gib ihm das Brot von deinem Teller, frag ihn, was er braucht, ignoriere den Kobold. Du kannst gerne Hallo sagen, Melli, wenn du hier schon herkommst. Hallo. Ja, geht doch. Du kennst das Spiel noch nicht, ne? Das ist super gut. Ich frag ihn, was er brauche. Das ist immer das Einfachste. Der Kobold beginnt sogleich, dich zu umkreisen. Er berührt hier und da deine Waffe und deine Kleidung. Dann greift er plötzlich gezielt nach etwas. Oh nein, er hat mir was geklaut. Er beobachtet dich eine Weile und schlägt dann mit der Hand auf den Tisch. Aha, ich weiß, was du willst. Hier, der Kobold zieht einen großen leeren Stoffsack hervor und hält ihn für sich auf. Greif hinein und du wirst deinen Herzenswunsch erhalten. Zieh eine Ausrüstungskarte. Unheil der Toten. Fügt Feuerschaden bei Schlägen gegen Untote zu. Drücke linken Bumper. Das ist natürlich geil. Dann nehmen wir doch lieber den, weil das allgemein schon 30 macht. Aber irgendwas hat mir Herr Leo geklaut diesmal. Also ist Herr Leo doch nicht immer das. Also ist nicht immer gleich. Herr Leo, du alter Drecksack. Fuck, ich habe nur noch 4 Rationen. Ah, ist egal, ich muss die Treppe nehmen. So, auf ins nächste Abenteuer. Ich kann hören, wie sie ihre Kinder zu sich ruft. Dieser Kampf wird ein sehr blutiger werden. Na, hoffen wir mal. So, gehen wir nach vorne. Die Schatztruhe. Open the chest, see what it contains. I'm curious. So. Während du ein Verlies erkundest, siehst du eine Schatztruhe am anderen Ende einer Halle. Die Truhe birgt vielleicht großen Reichtum, aber die Kammer könnte mir mitfallen. Da ist ein Rechtschreibfehler, deswegen bleibe ich da jedes Mal hängen. Mit Fallen gespickt sein. Näher dich der Schatztruhe oder lass sie stehen? Ich näher mich natürlich der Schatztruhe. So, jetzt genau gucken.
Ich würde sagen, die hier. Welche sagst du? Du hast nichts gesehen, ne? Schwein gehabt. In der Halle ist kein Ton zu hören, als du dich vorwärts bewegst. Du näherst dich der Schatztruhe. Die Schatztruhe sieht mitgenommen, aber noch unberührt aus. Welche Schätze mag sie bergen? Versuch sie aufzustemmen. Oh, das verkacke ich so oft. Weißt du, wenn nur einer dabei ist. Okay, die hier kann ich auf jeden Fall nehmen. Was? Okay, nach einem mächtigen Zug gibt das Schloss nach und die Beute ist dein. Bitteration, Bitteration. Ziehe drei, wähle eine zum Behalten. Krone des Koboldkönigs. Der Träger erleidet weniger Schaden durch Fallen. Perfekt. Ich habe ja zurzeit sowieso keinen. 15 Gold erhalten. Wieder nochmal 15 Gold erhalten. Noch. Mit Gold kann ich mich jetzt totschlagen. Ich bin mir sicher, dass du dankbar dafür bist. Das ist so geil. Das ist ein Pen and Paper als Spiel. Und aber halt, wenn es dann zum Kampf geht, musst du selber kämpfen. Your food runs short. This does not bode well. Ja, mir gehen langsam die Lebensmittel aus. Ich brauche Rationen, um mich fortzubewegen. Das ist total blöd. Während du einem besonders unwegsamen Pfad über einen Bergkamm folgst, tut sich unter dir ein dunkler Klamm auf. Irgendwas glitzert im schwachen Sonnenlicht, das den Grund der Klamm erreicht. Kletter hinunter und... Nein, diesmal ignorieren wir das Erz. Du triffst einen wandernden Priester, der dich freundlich begrüßt. Ich gebe dir was, Glücksbringer, gesegnet von den Göttern. Im Tausch gegen etwas Essen, keucht er. Oh nein, nein, lehne ich auch ab. Ha, ruft der Bettler aus und nimmt seinen Sand mit sich. Ich kann keine Ration abgeben. Oh, hoch, runter, links, rechts. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich gehe runter, scheiß drauf. Ein Fluss. As you plunder the secrets of your memories, dein Weg wird von einem Fluss durchkreuzt. Das Wasser ist klar, doch die Strömung stark. Versuche, den Fluss zu durchqueren. Boah, beim letzten Mal habe ich mega verkackt. Wir versuchen's. A choice. Select your desire. Ich glaube die. Hast du eine Ahnung? Ich würde ja fast sagen die, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, also Melly sagt die zweite, ich sag die dritte. Aber ich nehme meine, damit du sagen kannst, ich hab's dir ja gesagt. Ich nehme andauernd die zweite und verkacke immer. Enormer Fehlschlag und eins war auch ein Fehlschlag. Es waren beides Fehlschläge. Deine mittelschwere Rüstung macht das Durchqueren des Flusses nicht gerade einfach und die Strömung treibt dich auf einigen Felsen, an denen du dich aufschürfst. Der Geber zieht zwei Verlustkarten. Juhu. Ich verliere eine Ration. Na geil. Wie unangenehm. Und ich verliere 5 Gold. Damit komme ich voll klar. Food is crucial for healing. Nahrung, if you travel without food, your strength will not be restored between encounters. You'll also begin to starve. It seems you'll learn soon enough. Fang an zu verhungern, danke. Erzähl mir doch noch mehr. Oh, Gott sei Dank, ein Händler, ich habe genug Geld. Der reisende Kesselficker. Ja, ich weiß, ich sag das immer. In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Gehe zum Laden, sowas von, ich brauche unbedingt Ration. A chance to buy more food. Ja, er sagt es auch selber. Ja, ich bin sehr erleichtert. Aber erst gucken wir uns natürlich die Gegenstände an. Rüstung der Kälte. Narrengold. Ah, okay. Bei jeder Anwendung von Waffenfähigkeiten werden alle Feinde vom Typ Staub für 3 Sekunden betäubt. Das Töten von Staubfeinden erzeugt Gold. Atem der Standhaftigkeit, was war denn das? Jede dritte Begegnung verbraucht keine Ration. Mein Ziel, ein Schildschlag kann ich auch. Cool. Heilende Haube. Ja, geil. Eine Ration kostet meistens 11 und 4. Hier, guck mal, 4 für eine und 11 für 3. Also, ich muss noch mal kurz rechnen. Ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen was habe ich, ne? Was ich laufen muss. Neun.
Ja, scheiße, ich brauche eigentlich alle. Also, die brauche ich. Aber ich kann auch noch Gegenstände verkaufen. Bringt 10. Berserker-Rüstung habe ich auch noch. Bringt 17. Die Axt, die kann ich auf jeden Fall schon mal verkaufen. Die Krone habe ich gerade auf. Eine mittlere Rüstung habe ich gerade auf. Okay. Aber das Ding kann ich schon mal verticken. Und den Frosttower kann ich auch verticken. So, habe ich schon wieder. 40 Gold. Was hatte der jetzt hier, was ich cool fand? Rüstung der Kälte brauche ich nicht. Das Schild interessiert mich am meisten. Dann brauche ich auch keine Ration, obwohl ich habe keinen Helm. Nehme ich den Helm. Ich habe die Krone des des Koboldkönigs. Ach, scheiße. Das war ja doof. What will you do with that? Oh, ich bin so blöd. Das war dumm. Jetzt habe ich 2 Helme. Naja, vielleicht verliere ich wieder einen. Ja. Yep. Bitte sehr. So, wie gehe ich jetzt hier am besten? Ja, einfach hoch, runter, links, rechts. Oh, ich bin schon beim Endgegner. Na, das ging aber schnell. Die Pestdame. Rattenköniginnen sind äußerst geschickt mit ihren Speeren und werden von einem Totem begleitet, das ihren Schmutz verbreitet und dir Schaden zufügt. Königinnen gebären Tausende für ihre von Gott verlassene Art und schützen ihre Jungen mit ihren außerordentlichen Speerfähigkeiten. Ja, dann gehen wir gleich schon mal zum Endgegner. Das Schwein gehabt. Rattenköniginnen sind äußerst geschickt, habe ich doch gerade vorgelesen. Gehen wir hin. Fast voll geheilt, ich habe ein Schild, ich habe Berserker-Modus, es könnte gut laufen. Und die Pestdame hat noch... Ah, nur 4 Gegner, okay. So, machen wir diesmal gleich Kriegsschrei. Oh, 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 oh. Ah, oh, scheiße, nicht blockbar. Ah, oh, scheiße. Ah, oh, shit. Was war denn das? Ich konnte es nicht blocken. Okay, ich habe die Pestdame, habe ich schon. Dann kann es ja gar nicht mehr so schlimm werden. So, das Totem killen. Da ist noch einer. Hier. Okay, jetzt ist es hin. Puh, das war's. Schon den Endgegner besiegt. Also, meine Rüstung, mein Outfit, alles, was ich hatte. Ich hatte richtig Schwein. Muss ich wirklich mal sagen. Das sind schon alles die Endgegner, die ich besiegt habe. Like a tide of horror. Why do you still play? Warum spielst du immer noch? Away? You have earned your prize today. So, dann gucken wir mal, was wir freigespielt haben für die nächsten Runden. 5 Rationen, Maske der Erpressung. Oh. Okkulte Spiegelung, Ring des Jüngers und Druiden. Das ist dann eine neue Geschichte. Wirtshauswette. Dafür, dass du den Mann der Ehefrau aus dem Wirtshaus geholt hast, erhältst du Wirtshauswette. Auch wieder eine neue Geschichte. Als Belohnung für den Sieg über meine Rattendame erhältst du Donnerschlag, schwere Rüstung, Juwelen des Kaisers, Schädelkönig, Laden und was? Feuer in der Tiefe. Schädelkönig ist wahrscheinlich der neue Endgegner. I have only begun to challenge you. Ja, meine lieben Freunde, das war schon der erste Endgegner des Abends, aber eine Runde machen wir auf jeden Fall noch.
and will not be laid to rest. So schnell bin ich auch noch nicht durchgekommen. Da, der Schädelkönig. Und ich bekomme gleich zu Anfang die Flüche. Befleckte Seele. 10 maximal Gesundheit, wann immer der Spieler mit einem Fluch nach diesem hier belegt wird. Oha. Und schwache Handgelenke. Die Ausführung eines ungeschützten Abschlussangriffes fügt dem Spieler 5 Schaden zu. Das verstehe ich nicht. Die Ausführung eines ungeschützten Abschlussangriffs fügt dem Spieler 5 Schaden zu. Keine Ahnung, werde ich kriegen. In life he was strong. So, gucken wir uns mal unser Deck an. Your road will end here. Wir haben den neuen Hammer drinne. Wir haben das Eisschwert drinne. Glieder des Lebens haben wir drinne. Das Rattenbeil haben wir drinne. Krasse neue... Das sind mir zu wenig Schilder. Der kann raus. Ich glaube, der hier war auch scheiße, ne? Echsenmenschen erleiden doppelten Schaden. Der kann auch raus, brauche ich nicht. Die neue Maske will ich haben. So. Ring des Jüngers, weiß ich noch nicht, was das ist. Nehmen wir mal mit rein. Und wir nehmen... Warum soll denn Engelsflügel draußen sein? Das ist ja blöd. Schwere Rüstung nehmen wir auch mit rein. Aber wir brauchen auch noch mehr Schilde. Oh, scheiße. Das Kettenhemd kann mal raus. War das nicht auch eine leichte Rüstung? Ja. Kommt auch raus. Und dafür lieber noch mal ein paar... Zwei Schilde sind mir einfach zu wenig. Ja. Das sollte es gewesen sein. So, dann gucken wir mal. Schädelkönig. I won this pentacle longer ago than you can imagine. In those many years, I have only now begun to understand its secrets. Sind nur 3 6er Gegner dazwischen. Heilige Scheiße. Is the last of the undead to have slipped from my grasp. You are the first to come close to him. So. Und ich bekomme die okkulte Spiegelung. Verteidigung leicht. Jeder dritte Schlag eines untoten Feindes wird auf ihn selbst zurückgeworfen. Gut, ist jetzt nicht so geil, ne? Aber ich meine, wir kämpfen ja gegen Untote, von daher sollte ich es nehmen. Sure that's the right approach? So, nach links oder nach rechts oder nach unten. Tolle Entscheidung. Wir gehen mal hoch. Oh, ein gewundener Pfad. Plötzlich stürzt ein Baum auf den Pfad und versperrt dir den Weg. Der Geber zieht eine Monsterkarte. Greift das feige Gesinde... Achso. Gesichter und Waffen kommen aus den Bäumen um dich hervor. Hä? Gib uns all dein Gold oder stirb! Greife das feige Gesindel an, dass es wagt, dich zu bedrohen. Gib ihm all dein Gold. Nein, natürlich greifen wir an. Du stößt einen Kampfschrei aus und erhebst deine Waffen. Der Kampf beginnt. Also es kann auch sein, dass man halt richtig viel kämpft. Es kann auch sein, dass man mit relativ wenig Kämpfen bis zum Ziel kommt. Fertig, das war easy. Die Rüstung ist cool. Mit diesem Skelettgedöns. Jo. Der Geber zieht 2 Gewinnkarten. Ziehe 2, wähle eine zum Behalten. Narrengold war was? Kann ich mir nicht angucken. Maske der Erpressung, das will ich mir angucken. Je weniger Gold du besitzt, desto mehr Schaden richtest du an. Das wäre natürlich cool. Was bei Narrengold nochmal gewesen? Bei jeder Anwendung von Waffenfähigkeiten werden alle Feinde vom Typ Staub für 3 Sekunden betäubt. Das Töten von Staubfeinden erzeugt Gold. Oh. Da der Endgegner ja ein Staubding ist, also sprich ein Skelett, wäre es gar nicht dumm. Oh, Erpressung ist auch cool, aber wenn ich jetzt richtig mit Gold zugeschissen werde, mache ich kaum Schaden. Great power often comes at great cost. If I know anything, I know that. Je weniger Gold du besitzt, desto mehr Schaden richtest du an. Ich glaube, ich nehme diese Staub-Dings. Und Ration noch dazu gekriegt.
Diesmal können wir es ja mit dem Erz versuchen. Während du einen besonders unwegsamen Pfad über einen Bergkamm folgst, tut sich unter dir eine dunkle Klamm auf. Irgendwas glitzert im schwachen Sonnenlicht, das den Grund der Klamm erreicht. Klettere hinunter, um es zu suchen. In der Dunkelheit der schmalen Klamm liegen die Reste eines Holzkarren, der offenbar vor einigen Jahren hier herunterfiel. Abgesehen von einem Klumpen glitzernden Erzes findest du nichts von Wert. In seiner augenblicklichen Beschaffenheit wird er nicht viel einbringen, aber vielleicht findest du jemanden, der ihn gebrauchen kann. Du steckst ihn ein und kletterst wieder hoch. Ach, ist gar nicht so schlimm. So. Tja, gehe ich nach rechts oder gehe ich runter? Also wäre ich der Kartenleger, ich würde ja nach unten. Also unten. Ich gehe nach unten. Halle des Toten Königs. Du siehst einen antiken, prachtvollen Sarg in der Hauptkammer. Er birgt vielleicht atemberaubende Reichtümer, aber er ist sicher bewacht. Ziehe zwei Monsterkarten. Schuppen und Schuppen. Oh. Na gut, ich versuch's mit einem Überraschungsangriff. Ah, oh, komm schon. Verdammt! Beim Näherkommen wirst du entdeckt und die Kreaturen machen sich zum Kampf bereit. Das heißt, jetzt gibt's auch Fallen. Aber das ist bei Schuppenleuten gar nicht so blöd. Die muss man nämlich immer treten. Oh, scheiße. Was bist du eigentlich für eine hässliche Feuerhexe? Immer erst treten. Hässliche, dreckige Feuerechse, geh sterben. Alter, sie lebt immer noch. Die haben zu viel Energie. Habe ich dich. Oh, weg. Mach euch alle fertig. Jawohl. Oh, entschuldigt euch, wenn ich da so extrem konzentriert bin, aber gerade diese Schuppenviecher, die brauchen so viele Schläge, die sind so gut gepanzert. Du plünderst den Raum aus. Der Geber zieht drei Gewinnkarten. 15 Gesundheit, perfekt. Eine Ration. Und 5 Rationen. Okay, diesmal ist das Laufen echt voll gut. Zirkus des Teufels. Oh, ich habe aber eigentlich genug Rationen, ne? Ich könnte... Da gehe ich hin. So, wir gehen nicht... durch die Treppe, sondern ziehen uns den Zirkus des Teufels rein. Frivolity is not my forte. Eines Tages erreichst du beim Einsetzen der Dämmerung eine größere Stadt. Wir hatten das vorhin schon, ne, mit dem Wanderzirkus. Seltsame Anblicke, deren leuchtenden Farben verblasst sind, fast wie betäubt, bla bla bla. Ich gehe weiter. So, diesmal brauche ich aber hier Erfolge. Enormer Erfolg! Oh, und A-Rufe lenken deine Aufmerksamkeit auf ein großes Zelt. Drinnen führen ein paar kostümierte Akrobaten waghalsige Kunststücke auf. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, warum? Ich weiß nicht, ich drück nochmal die ersten. Fehlschlag. Es ist ein reines Glücksspiel. Während du... einen edlen Schimmel dabei zusiehst, wie er für die staunende Menge Kunststücke vollführt, erleichtert dich ein paar flinke Hände um einen Teil deines Goldes. Ja, mach doch mal. Eine Goldverlustkarte wird gezogen. Oh, 20. Ich bin blank. Okay, aber ich habe Token nicht gekriegt. Ich finde das so mies mit den Karten. Man hat gar keine Chance, das richtig zu sehen.
Were you hoping this was the end? Naja, wir nehmen die Treppe und gehen weiter ins nächste Abenteuer. Another floor awaits. Der Altar. I had underestimated you. Then I resented you for destroying my minions. Now, however, I cannot lose. Either way, a great annoyance is dealt with. Ah ja. So. Auf einem verblassenen Hügel in fernen Landen entdeckst du einen alten Altar. Die Götter der alten Religion sind mächtig, doch wann sie ihre Gunst gewähren, ist unberechenbar. Möchtest du am Altar beten? Jetzt muss ich gerade überlegen, wegen meinem Inventar. Was hatte denn dieser... Ach komm, ich bete. So. Beten geht klar. Auf den Knien flehst du die Götter an, dir bei deinen Abenteuern beizustehen. Ein fernes Donnern und ein Blitzschlag sind die Antwort auf dein Rufen. Ziehe eine Segenskarte. Wann immer der Spieler von einem Fernangriff getroffen wird, besteht die Chance, dass der Angreifer für 3 Sekunden betäubt wird. Das hat sich doch gelohnt. Wieder ein Laden. Da kann ich aber nichts machen, aber ich könnte vielleicht was verkaufen. So. Gegenstände verkaufen. Ich könnte eine mittelschwere Rüstung verkaufen, die bringt aber nicht viel ein. Aber warum soll ich sie mit mir rumschleppen? Macht ja auch keinen Sinn. Habe ich wenigstens mal wieder 4 Gold. Alles andere behalte ich ja. Ration brauche ich nicht, also wieder weg. Einfach mal ein bisschen gechillt beim Laden, bevor es weitergeht ins nächste Abenteuer. Gebeine des Helden. Der will auch wieder, dass ich die Sachen mitnehme. Ja komm, diesmal nehme ich die Besitztümer des Helden entgegen. Vielen Dank, das bedeutet seiner Familie sehr viel. Die Stadt hätte rebelliert, wenn sie seine Ausrüstung nicht zurückbekäme. Es wäre seiner Heimatstadt gegenüber nicht fair. Suche den Geistlichen der Stadt auf, wenn du dort ankommst. So, es ist wieder eine Wikingerklinge. Ja, nehme ich gerade mal. Und es ist ein Schild. Ja, kann ich kurz nehmen. Für den Fall, dass ich kämpfen muss. Und beeile dich, es ist unklug, die Geister der Toten zu verärgern, indem man ihre gebührenden letzten Riten zu lange aufschiebt. Da ist die Bürde. Nach 5 Schritten verliert der Spieler 50% seiner maximalen Gesundheit. Aber hier wird es nicht so viele geben auf dem Schlachtfeld. So, Rückkehr des Helden. Da muss ich hin. Und seht ihr, es ist nur eine Etage weiter, genau wie ich sagte. There has never been a hero whose end has not been thus. Du erreichst Wanderbad, die Heimatstadt des toten Abenteurers. Der Geistliche der Stadt begrüßt dich am Tor. Er scheint Wache zu stehen. Gib ihm das Schwert. Hab Dank, diese Klinge wird nun wieder mit gerechtem Zorn geschwungen. Hast du auch sein Schild? Gib ihm das Schild. Wahrlich, indem du dieses Schild zurückbrachtest, hast du das Werk des Allmächtigen vollbracht. Zack, ist es weg. Jetzt kriege ich wenigstens eine Segenskarte. Karte. Das ist mir doch etwas zu mächtig geraten. Nach der Wahl deiner ersten Chancenkarte darfst du die Karte zurücklegen und nachdem gemischt wurde, neu ziehen. Okay. Und die Börde verschwindet auch, alles klar. Heißt das, wenn hier Karten durchgemischt werden und mir gefällt das nicht, darf ich nochmal ziehen? Ist ja cool. So, wir gehen die Leiter weiter ins nächste Abenteuer. Sind so bescheuerte Wege. Jetzt mal ehrlich, da habe ich doch gar nicht die Wahl. Ich muss doch alles ablaufen. Schlacht auf Gipfel 8. Ein Licht zieht dich zu einem nahegelegenen Hügel. Du erblickst einen Hexenmeister, gerade als er in einer Schwefelwolke verschwindet und nur seine heraufbeschworenen Lakaien zurücklässt. Ziehe 2 Monsterkarten, Schädel und Staub. Greife an oder fliehe? Natürlich greife ich an. Du machst dich bereit für den Kampf. Ach. Ich muss weg.
Ah, das ist doch kacke. War gar nicht so schwer. Oh nein, das Gold kriege ich nicht mehr. Tolle Wurst. Das finde ich immer bescheuert. Gerade wenn es so der letzte ist, dann könnte man mir echt mal das Gold lassen. Nach dem Kampf durchsuchst du die Leichen nach Beute. Der Geber zieht 2 Gewinnkarten. Zieh eine Ausrüstung. Der Donnerschlag. Jeder Schlag fühlt... An ancient artifact, honored in song and story. In Ausrüstungsgegenständen mit diesem Attribut knistert die Element... Elementargewalt der Götter. Magier fangen bei ihrem Anblick an zu zittern, da sie eine Macht fürchten, die weit über ihren Horizont hinausgeht. Jeder Schlag fügt Blitzschaden hinzu. Drücke linken Bumper, damit um dich herum der Blitz einschlägt. Das ist geil. Das ist, natürlich will ich das haben. Das ist ja mega geil. Und nochmal 3 Rationen, so viel brauche ich doch gar nicht. Mega geile Karte. Oh nein, nicht schon wieder so scheiß Fluss. Na los, versuchen wir mal den Fluss. Okay, es gibt nur einen Fehlschlag. Okay, ich glaube, das hier ist der Fehlschlag, deswegen gehe ich dahin. Enormer Erfolg. Da habe ich es erkannt. Und wisst ihr, warum das auch jetzt so wenig war? Weil ich eine leichte Rüstung anhabe. Da steht's auch. Deine leichte Rüstung macht das Durchqueren des Flusses leicht und du hältst an, um nach einigen glänzenden Steinen im Flussbett zu tauchen, die vielleicht ein paar Münzen einbringen. Der Geber zieht eine Goldkarte. Naja, nochmal 10 Gold gekriegt. Das Zeichen dieser Karte gehört dir. Na, wenigstens habe ich mal so ein Zeichen bekommen. Bis jetzt habe ich noch gar keins. Der reisende Magier. Mal gucken. In einem schattigen Hain, bla bla bla, geh jetzt im Laden. Ja, ja, ja. Manchmal kann es auch sein, dass bei diesen Lädchen, die irgendwo sind, auch noch versteckte Untersachen sind. Also man darf nicht immer gleich draufdrücken, sondern man muss die Antwortmöglichkeiten sich angucken. Der Drachenring, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Kann ich alles nicht. Aber ich kann Sachen verkaufen. Aber, wie mir scheint, bis auf die Axt, die ich gar nicht mehr brauche, habe ich 23 Tacken, aber damit kann ich mir trotzdem nichts leisten. Also lese ich es mir gar nicht durch, sonst werde ich traurig. Ration brauche ich auch nicht, also weiter. Weiter geht's. Kobolde! Goblins. I do love goblins. Truly, I haven't seen their like in years. Excellent. Excellent. Eines Nachts wachst du auf und siehst, dass Kobolde deine Habseligkeiten durchwühlen. Sobald sie dich wach werden hören, fliehen sie mit deiner Waffe. Auch haben sie einen Teil deiner Ration und deines Goldes gestohlen. Boah, muss ich. Du rappelst dich hoch und nimmst die Verfolgung der Diebe auf. Aber die haben meine Waffen. Oder behalte ich wenigstens... Muss ich jetzt boxen. Kommt her hier, Kobolde. Gib mir mein Schild wieder. Naja, Gott sei Dank sind die ja kein bisschen schwer. Aber es ist ein geiler Effekt so mit dem Blitz, dieser Lichteffekt. Aber wieder, das letzte Gold darf ich nicht aufsammeln. Wahrscheinlich hat man hier nur eine gewisse Zeit oder so, dass man die platt machen kann. Dann sind die weg mit deinem Geld. Nun, da die Kobolde erledigt sind, setzt du deine Reise fort. Anstößige Ankunft. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Du kümmerst dich in einem kleinen Wirtshaus um deine eigenen Angelegenheiten, als plötzlich 3 maskierte Männer durch die Tür stürmen, sich einen jungen Mann an der Bar greifen und ihn nach draußen zehren. Ein Gast protestiert laut, doch die ernsten Blicke aller um ihn herum lassen ihn schnell verstummen. Lass es, Garrett. Wenn seine Zeit gekommen ist, dann muss es getan werden. Hatten wir auch schon mal gestern.
Ich folge ihnen natürlich. Du folgst den maskierten Männern nach draußen. Sofort siehst du dich einer großen Menge gegenüber. Sie alle tragen Masken. Jan Führer spricht dich an. Hey, hey Fremder! Ich würde es vorziehen, wenn kein Außenseiter Zeuge dessen wird. Was wir hier tun. Ich weiß, dass unsere Taten wahrlich gottlos aussehen. Doch du hast keine Ahnung von unseren Nöten. Ich bitte dich also, dich nicht einzumischen. Ich frage nicht zweimal. Wir haben keine Zeit für Widersprüche. Die Menge wendet sich ab und zerrt den jungen Mann fort. Ihre Fackeln brennen fast schwermütig in der Ferne. Sobald das Licht nicht mehr zu sehen ist, folgst du ihrem Weg in den Wald. Du holst sie schließlich ein. Zu deiner Überraschung haben sie sich um ein klaffendes Portal versammelt, das wild wie ein böses Omen wirbelt. Trotz ihrer Verkleidung ist leicht zu erkennen, dass keiner der verhüllten Figuren Freude an dem Anblick vor ihnen hat, und viele sind offensichtlich verstört. Der Gefangene wird auf den Schultern von 6 Personen zum Portal getragen, fast als wären sie seine Sargträger und er bereits tot. Stricke verhindern die Anstrengungen des Burschen, sich zu befreien. Unterbrichst du die Zeremonie? Greife ein oder halte dich versteckt? So. Insgesamt ist das, glaube ich, schon das dritte Mal. Ich habe einmal mich versteckt gehalten, weil ich abwarten wollte. Natürlich greife ich ein. Du stürzt aus deinem Versteck hervor und bittest die versammelte Menge eindringlich, ihr bizarres Ritual nicht zu Ende zu führen. Doch du findest kein Gehör. Nach einigen Momenten spricht die Anführer über die Menge hinweg. Wenn dieser Mann so sehr darauf besteht, dass keiner der unseren in die Unterwelt geschickt wird, dann sollte er vielleicht selbst gehen. Sofort ergreift dich die Menge und drängt dich in Richtung des Portals. Wie sehr du dich auch wehrst, sie sind zu stark und du kannst nicht entkommen. Du stolperst und fällst durch das Portal. Den Aufprall auf der anderen Seite ist überraschend sanft. Liebe Entwickler, bitte. Der Aufprall auf der anderen Seite ist überraschend sanft. Du findest dich in einem Wald wieder, der dem, aus dem du gerade gekommen bist, zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch es gibt 2 entscheidende Unterschiede. Die Menge maskierter Dorfbewohner ist verschwunden und am Himmel brennen lodernde rote Flammen. Aus dem Schwefel... I have waited for an appropriate player. It seems there are more eons ahead. Alter, nur weil ich immer noch am Lesen bin, tu doch nicht so. Aus dem Schwefel und den Flammen treten garstige Höllenbestien. Jo. Muss ich ja fertig machen, muss ich die. Oh, das konnte man nicht blocken. Garstige Höllenbestie. Verrecke. Nachdem du auch die letzte Höllenbestie besiegt hast, erwacht das Portal wieder zum Leben. Du wirst zuerst auf die Füße und dann in den Wirbel gezogen, bevor du wieder auf den laubigen Waldboden ausgespuckt wirst, von wo du zuvor verschwunden bist. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Warum habe ich das beim ersten Mal nicht gekriegt? Das würde mich ja mal interessieren. Durch den Wald. Roaming ever forward, hunting for the truth. Du hast den Ausgang gefunden. Nimm den Weg durch den Wald. Natürlich. Du lässt dich auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Beziehungsweise dann der letzte. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course. Geh ich runter? I am different. Ach, ist egal. My powers are genuine. Erstmal nach links. Fremder in den Schatten. In einer dunklen, mondlosen Nacht begegnest du auf einer einsamen Straße einen verhüllten Fremden. Sei gegrüßt, Freund. Ich benötige etwas Nahrung. Oh, scheiße, das ist der Vampir. Moin, Daxedas! Wärst du bereit, mir im Tausch gegen Gold etwas von deiner Vitalität zu geben? Lehne ab. Wie du wünschst, meint der Fremde und verschwindet in den Schatten. Das hat mir beim letzten Mal so die Energie geraubt, weil ich dieses Glücksspiel verkackt habe. Darlehen, oh. Usury. Kenn ich noch nicht. The root of
all troubles. In einem geschäftigen Marktständchen wirst du von einem Händler angesprochen, der kurz davor steht, sein Geschäft zu verlieren. Leih mir doch bitte so viel Gold, wie ich benötige. Ich werde es dir eines Tages zurückzahlen, mit Zinsen. Gib ihm 10 Gold, machen wir mal. Der Händler nimmt dein Gold dankbar an und sagt, du wirst es nicht bereuen. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Na, das war ja easy. Nach 10 Schritten zieht der Spieler 3 Goldkarten. Das ist geil. Ich habe irgendwann mal maximale Gesundheit verloren, scheint mir. Oh, da ist schon das Ende. Aber das andere Held von Funkenheim und das Feuer der Tiefe. Pff, scheiß drauf, brauche ich nicht. Also gehen wir weiter. Ich erklimme die Leiter und du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Das ist immer noch das Letzte. All games are about power, are they not? Die sind so witzig mit dem Wähle deine nächste Karte. Welche Möglichkeit habe ich denn? And most importantly, the use of power. The use of power. Der Gehängte. Curse. We can only hope. Kenne ich noch nicht. Eines Tages triffst du auf deinen Reisen durch den Wald auf einen Mann, der an seinen Knöcheln aufgehängt ist. Du fragst ihn nach seiner derzeitigen misslichen Lage, doch er erklärt, dass er keinerlei Hilfe möchte. Ich habe das Schicksal akzeptiert, welches mir die Vorsehung bestimmt hat. Genau wie du deines akzeptieren solltest. Ziehe eine Segenskarte, ziehe eine Fluchkarte. Nein, ich darf keine Fluchkarte ziehen. Many of these blessings are too good for the likes of you. Also, ich habe selbstgerecht gezogen. Bei jedem Treffer teilt der Spieler 2 mehr Schaden pro erhaltenen Segen aus. Uh-huh. Der Spieler erleidet zusätzlichen Schaden durch Fernkampfangriffe. So, und war es nicht so, dass wenn ich jetzt noch einen Fluch kriege, mir Energie abgezogen wird von der maximalen Gesundheit? Ja, scheiße. Danke! Tolle Karte war das. Das ist doch nicht euer Ernst! Bla bla bla. Mit jedem Treffer am Spieler besteht die Chance, den Angreifer zu vergiften. Und was kriege ich wieder auf der tollen Seite? Cooldown-Zeiten für Waffen und Artefakte verdoppeln sich. Und 70. Wenn da jetzt noch so eine Fickkarte kommt, raste ich aus. Alter. Ich gehe zum Laden. Ich kotze. Ich kotze echt gerade. Was sind denn das für beschissene Karten gewesen? 2-mal hintereinander. Und man kann sich ja auch gar nicht da. Wunden heilen geht nicht. Gegenstand kaufen. Gibt es irgendwas, womit ich... Der Spieler erleidet 5% weniger Schaden pro Segen. Und 5% mehr Schaden pro Fluch. Hä? Der Spieler erleidet 5% weniger Schaden pro Segen. Und 5% mehr Schaden pro Fluch. Na gut, ich habe mehr Segen als Flüche. Das Rattenball brauche ich nicht. Glühende Eifer lohnt sich auch nicht. Ich könnte jetzt nochmal gucken, was ich verkaufen kann. Gar nichts. Gar nichts. Rationen brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich möchte den Laden verlassen. Jetzt bin ich auf 70 Maximalenergie runter. Das ist echt scheiße. Die einheimische Bäuerin. So. Die will nochmal Yummy. Ich gebe der diesmal gar keine. Obwohl, vielleicht wird die dann mal komisch. Ich habe noch nie gesagt, dass ich nichts zu essen habe. Dann lebe wohl, Fremder, sagt die Frau und wartet darauf, dass du weitergehst. Tja, ich muss ja weitergehen. Oh ja, die Maid. Oh Gott sei Dank. Eines Tages begegnest du in einem schattigen Wald einer Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Ich bin Mereth, Tochter des Waldvolkes. Mein Volk hilft schon lange den Sterblichen dieses Reiches. Dieses Reichs. Nach welcher Gabe verlangt es dir? Bitte um ein längeres Leben, bitte um Vorräte, bitte um Gold, bitte darum, gesegnet zu werden. Ich bitte darum, um ein längeres Leben. Wie du wünschst, spricht Mereth mit einem Wink ihrer Hand. Ein Licht scheint von deiner Haut. Der Geber zieht dir eine maximale Gesundheitsgewinnkarte.
Naja, 5%. Ja, bin ich. 5 ist besser als nichts. Hallo, Mr. Breuer. Und wir haben die Treppen. Oh, jetzt brauche ich ja doch Rationen, wa? And we may see the end of this or another set of stairs. Scheiße. Ach komm, nimm die Treppen. Vielleicht finden wir ja noch mal einen Händler. It has been many ages since the King of Skulls has seen combat. Jetzt wird's echt ärgerlich. Jetzt habe ich nur noch 7 Rationen. 1, 2, 3, 4, um einmal durchzukommen. Aber dann haben wir noch die Sachen links, oben und unten. Was natürlich auch wieder Rationen verbraucht. Das ist echt scheiße. Die erste muss ich so oder so machen. Oh, Gold gekriegt. Sehr geil. Another curse. Alter! You're not having much luck right now, are you? Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Gehängte. Toll, jetzt habe ich richtig viel Kohle. Oha. Zu Beginn jedes Kampfes schleudern die alten Götter Donner auf deine Feinde hernieder. Super, und was kriege ich als Fluch? Wann immer der Spieler geheilt wird, verliert er auch ein Gold pro geheilter Gesundheitseinheit. Alter, verarsch mich nicht. Das ist so beschissen. Na komm, gehen wir alles ab. Oh, ein reisender Juwelier. Vielleicht hat der ja was Tolles, was mir hilft. Ich könnte gerade so kotzen, echt. Dreimal diesen Gehängten, das ist doch nicht wahr. Also als erstes brauche ich Ration, aber ich könnte mir auch mal die Gegenstände angucken. Betreibt alle Fähigkeiten. Ein Heilring. Nochmal kurz zurück. Mein Inventar. Einen Ring habe ich doch, oder? Ich habe den Ring des Rückblicks. Was bringt denn der? Nein, das suche ich nicht. Ich suche den Ring. Ah, so wähle ich den aus. Alle Begegnungskarten werden offengelegt, wenn die nächste Treppe erreicht wurde. Ach so, okay. Alles klar. Ja. Gegenstand verkaufen. Habe ich auch nichts. Heilring. Damokles, es bringt mir gar nichts. Also ich kaufe jetzt vielleicht mal... Obwohl... Was ist das hier? Alle Waffenangriffe sind mit hochwirksamem Gift verstärkt. Nee, das brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich kaufe echt nur Ration. Ach komm. Nee, komm, lass mal so. Haben wir genug Ration? Haben wir 59. Alles klar. So. Und wir gehen runter. Herr Leo. So, mal gucken, ob uns Herr Leo diesmal wieder beklaut. Während du dir in einem Wirtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt sich ein seltsamer alter Mann zu dir an den Tisch. Er tippt dir grob mit seinem Holzstock auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold ist, der nur unzulänglich als Mensch verkleidet ist. Mr. Breuer, wenn du wissen willst, worum es in dem Spiel geht, klicke unter das Video, da ist in der Infobox alles erklärt. Und sonst einfach das erste Video gucken, das zweite Video gucken, heute das dritte. Das ist ein großartiges Spiel. Aber um es kurz zu fassen, es ist sowas wie Pen and Paper, Rollenspiel. Und man spielt Geschichten durch, die immer unterschiedlich gelegt werden von dem Gegenspieler, der da ist. Und man muss auch kämpfen und so. Ich bin Herr Leo. Gib mir deinen Herzenswunsch, bla, ich gebe ihm 20 Gold. Er vergisst alles um sich herum und fängt an, die Goldstücke, die du vor ihm ausbreitest, hin und her zu schieben und zu zählen. Er lässt sich Zeit und beginnt dann, die Goldstücke eins nach dem anderen in seinen Mund zu stecken und herunterzuschlucken. Dann sehen wir doch mal, was ich für dich habe. Er beobachtet dich eine Weile und schlägt dann mit der Hand auf den Tisch. Aha, jetzt weiß ich, was du willst. Hier, der Kobold zieht einen großen leeren Stoffsack hervor und hält ihn für dich auf. Greif hinein und du wirst deinen Herzenswunsch erhalten. Ziehe eine Ausrüstungskarte. Ring der Gerechtigkeit. Ist der Ring jetzt besser als der andere? Ja. Ich hatte noch gar keinen Ring, okay. Ich bräuchte jetzt endlich mal wieder was. Irgendetwas, was meine Energie nach oben pumpt. Ein Edelmann im Handel. Der edle Händler.
Ein Edelmann kommt dir auf einem Streitwagen entgegen, während du dich durch die Straßen von Stigall wanderst. Er bemerkt dich und hält an. Sei gegrüßt, Söldner. Ich bin ein Sammler seltener Waffen und deine interessiert mich. Würdest du sie... Was? Würdest du sie mir für Gold überlassen? Alter, hackt's bei dir! Ich brauche meine Waffe! Lehne ab. Sehr enttäuschend, doch ich bin wohl selbst schuld, wenn ich erwarte, einen geschäftstüchtigen Bauern zu finden. Was? Er reitet davon. Nee, das ging gar nicht. Ich konnte ihn jetzt nicht meine... Ich hab doch nur eine Waffe. Wo sind meine Waffen? Und dann ist das so eine gute. Ja, vergiss es. Niemals. Nochmal ein Laden. Vielleicht hat der Laden ja etwas, um mir meine Flüche zu vertreiben. Ich werde draufgehen beim Endgegner. Das sehe ich jetzt schon. Ein Schild. Rüstung der Kälte. Juwelen des Kaisers. 50% Chance, dass eine kostenlose Artefaktbenutzung pro Kampf gewährt wird. Aha. Und drücke während des Kampfes rechten Bumper. Nee, brauche ich alles nicht. Gegenstände verkaufen haben wir ja auch nicht. Ration brauche ich auch nicht kaufen. Also geht's erstmal weiter. Es ist echt kacke, Leute. Wirklich. So, ich kann jetzt runtergehen. Der hilfreiche Priester. Mal gucken, was der für mich hat. Du triffst einen wandernden Priester, der dich freundlich begrüßt. Gib dem Priester die Hälfte deiner Ration. Achso, für einen kleinen Teil deiner Vorräte kann ich dich im Namen der alten Götter segnen. Ja, mach es. Okay. Scheiße, ich habe nie aufgepasst. Ja, wenigstens ein Erfolg. Gib dem Priester so. Er rezitiert einige Worte in der Sprache der alten Religion und berührt sanft deine Stirn. Es ist vollbracht. Ziehe eine Segenskarte. Wann immer der Spieler Ration isst, erhält er den doppelten Heilungseffekt. Toll. Hilft mir ja jetzt gerade nicht viel. Muss ich da jetzt rein? Nö. Nee, ich kann am Laden vorbei. So, gehe ich nach rechts oder nach oben? Das ist die Entscheidung aller Entscheidungen. Der Schädelkönig, der mächtige Herr der Untoten. Seine Verteidigung ist beinahe undurchdringlich. So benutzt er sowohl sein Schwert als auch sein Schild, um dich zu vernichten. Der furchterregende, untote Krieger, der je gesehen wurde. An einem Arm trägt er ein Schild, das die meisten Männer erdrücken würde. Und mit dem anderen schwingt er mit tödlicher Behendigkeit ein zweihändiges Schwert. Aber das macht er mit einem Arm. Er ist ja cool unterwegs. Win this and claim my token. Der mächtigste Herr der Untoten. Ja, jetzt muss ich gegen den kämpfen, ne? Hilft ja nicht zurückzulaufen. Und das mit 65. Wünsch mir Glück, ich glaube, ich gehe drauf. So. So. Ich muss da raus, ich sehe nichts. Oh. Unblockbar. Ich habe ihn schon besiegt. Wie geil war das denn? Das war mit dieser Waffe, war das gerade unfassbar geil. Ich habe ja gar nichts verloren, oder? Ich habe einfach die Blitze gemacht. Das war ja der Hammer. Also 7. The King of Skulls has avoided my grasp until now. You have sent him to my realm. It is time for a long delayed reckoning. Voll geil. Also das war echt geil. So. Drudenfußverbesserung. Neue Startausrüstung. Deine Startausrüstung wurde verbessert. Tödlicher Kämpfer. Du erlernst schneller mächtigere Schläge. Segenbonus. Zu Beginn deines Abenteuers wirst du gesegnet. Skelettregeneration. Skelette werden nun wiederbelebt. Ja, das passiert leider die ganze Zeit.
Ratten-Menschen-Sprungangriff. Rattenkrieger führen nun Sprungangriffe aus und gesündere Skelette. Die Gesundheit von Skeletten wurde erhöht. Okay. Ey, es gibt noch 3 Ebenen, die es gilt durchzuspielen. It will only benefit you so far and no further. More power for you. So. Dann gucken wir mal, was wir freigespielt haben. Dafür, dass du in den Fluss getaucht bist, Ring des Überlebens. Dafür, dass du dich in die Unterwelt gewagt hast, Alicia in der Unterwelt, also eine neue Geschichte. Dafür, dass du da einem Händler Gold geliehen hast, erhältst du Markt. Auch wieder eine neue Geschichte. Und als Belohnung hast du den Skelettkönig gelegt hast. Helm des Skelettkönigs, Schild des Skelettkönigs, Schwert des Skelettkönigs geht ab. Als nächstes kommt die Schuppendame. Oh Gott, Echsenmenschen. Und Höhlenrettung. Boah, meine lieben Freunde, ich muss jetzt mal fragen. Ich bin schon ein bisschen platt, aber wollt ihr jetzt noch einen Durchgang sehen oder meint ihr, es reicht für heute und es ist okay, wenn ich ein anderes Mal weitermache? Wir haben jetzt heute 2 Durchgänge, glaube ich, gepackt. Ihr entscheidet das mal. Schreibt's rein. Wollt ihr jetzt noch mal einen Durchgang sehen oder nicht? In dieser Zeit denke ich mir im Kopf die Melodie von Jeopardy. Also im Kopf. Also leise. Ist natürlich doof, wenn ich nicht weiß, wie groß das Delay ist. Wann ihr antworten könnt und wann nicht. Oder ob die faulen Zuschauer, die da sind, nicht schreiben wollen. Der Chat ist heute sowieso ganz schön ruhig. Also, möchte irgendjemand sich entscheiden? Ja oder nein? Oder soll ich mich einfach entscheiden, ob ich noch Bock habe? Gut, wenn keiner was sagt, ich mache noch einen. Now let us see how you fare against the Queen. So. Dann wollen wir mal. Das ist die Schuppendame. Das heißt, ich muss mich diesmal tierisch auf Echsen einstellen. Alle Chancenziehungen sind nun schwerer. Das ist doch etwas, was ich nicht will. Das ist doch bekackt. The great dragon queens of the lizard people are the fiercest warlords and generals. Nein, das ist nicht so mit Attacken, die ich ausspiele und so weiter, sondern guck mal. Ich muss mir jetzt hier ein Deck zusammenstellen, das möglicherweise gezogen wird. So, das hier will ich nicht. Das war cool. Was nehmen wir noch? Was war denn das hier mit der Verstärkung? Verbessert die Klasse deiner Rüstung von leicht auf mittel und von mittel auf schwer. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Heilende Haube. War das hier gegen... Echsenmenschen erleiden doppelten Schaden durch Angriffe des Spielers. Alter, das Ding muss unbedingt her. Das ist ein Helm. Achso, habe ich noch nicht ausgespielt. Helm des Skelettkönigs, deswegen kann ich das noch nicht. Hauen wir das mal raus. Ring der Gerechtigkeit ist das Benutzen von Waffenfähigkeiten. Nee, das brauche ich nicht. Was war das? Spieler leidet. Nee, das brauche ich auch nicht. Das ist blöd. Eine andere Krone will ich gar nicht. Ich sollte auf jeden Fall noch die schwere Rüstung mit reinnehmen. Haben wir hier noch krasse Schilder oder krasse Waffen? Ja, die sterbliche Laune, die ich noch nicht kenne. Nehmen wir die noch mit rein und dann war's das. So, also ich habe jetzt mein Deck fertiggestellt. Mein Gegenspieler hat auch ein Deck. Und ich kann rein theoretisch auch noch ein Deck für Leute, die ich schon kenne oder so, die ich schon getroffen habe, die kann ich hier reinnehmen. Und damit sozusagen ein bisschen... Wie soll ich sagen? Damit kann ich Geschichten freispielen. So. Ich kann jetzt aber halt hier auch noch was rausnehmen, was mir nicht gefällt. Wenn ich das möchte und was reinnehmen, was mir gefällt. Also die Maid bleibt auf jeden Fall. Herr Leo Kobolde kann auch bleiben. Was ist denn nicht so cool? Schatztruhe, Räuberangriff ist egal. Laden, klar bleibt der Laden drinne. Erz, ein gewundener Pfad bleibt drin. Was hau ich denn mal raus?
Die hier mit dem Schloss darf ich zum Beispiel nicht rausnehmen. Ne, die Schuppendame, die muss ich erst erledigen, ist klar. Ah, lassen wir es einfach so, oder? Labyrinth der Fallen hätte ich gerne draußen. Und dafür nehmen wir, weil diese Fallenlabyrinthe, nehmen wir die mit rein. Weil die habe ich immer noch nicht abgeschlossen, fertig. So. Fertig. Und los geht's. Jetzt wird mir der Endgegner halt gezeigt, das ist die Schuppendame und jetzt kann ich das Spiel starten. Zack. You will find very little success in the group. Jetzt kommen seine ganzen fiesen Scheißsachen. Even fate itself turns against you. 50% Ration wird weggenommen. Ich raste aus. These steps you take, none have taken before. Do you appreciate what I have built? Do you understand the elegance of the systems I have forged? Ob ich weiß, was er hier geschaffen hat? Ja, coole Sache. Oh, gleich zum Anfang eine schwere Rüstung gekriegt. Nehmen wir. Slow. Robuste Verfassung. Wann immer der Spieler Ration isst, erhält er doppelten Heilungseffekt. Auch cool. So, es geht los. Der Altar. It must be nice to be unpredictable. I am as bound by the rules I've written as you are. Und um es noch zu erklären, also die Karte, die er zieht, also die Schuppenkönigin, wie sie jetzt heißt, ne, das ist die Echsenkönigin, die ist sozusagen dann immer mein Ziel. Und ich und ihr seid halt auch dabei, welchen Weg ich bestreite, um da hinzukommen. Ne? Also im Grunde ein Rollenspiel, aber auf Kartenbasis. Das ist sehr, sehr cool. So, ein Altar möchte ich beten. Ich gebe mal ein bisschen Gas jetzt. So. Oh, enormer Fehlschlag. Scheiße. Auf den Knien flehst du die Götter an, dir bei deinem Abenteuer beizustehen. Lautes Donnergrollen beantwortet dein Rufen. Ein plötzlich massiver Hagelsturm bedeutet beinahe dein Ende. Fick die Henne, der hat mir jetzt 90 abgezogen. Almosen. Ah, the wandering mendicant. Will humanity ever move beyond poverty, religion? Du siehst einen Priester den Weg entlang wandern. Er bittet um Essen, um die Waisenkinder zu füttern. Die Götter gewähren ihre Gunst denen, die denen wenigen Glücklichen helfen. Gebe dem Priester Ration. Eine weise Entscheidung, ruft der Priester aus. Spende eine Ration. Wie viele Kinder werden dank deiner Großzügigkeit einen weiteren Sommer erleben? Na, dann alle, oder? Sowas will ich ja nicht hören. Ich kaufe dann Ration. Der Priester nimmt deine Vorräte an. Lass mich nachsehen, ob ich in meinem Sack etwas habe, um dir deine Großzügigkeit zu danken. Okay, diesmal keinen Fehler machen. Okay, die hier kann ich nehmen. Puh, knapp. Ah, ruft der Priester aus und zieht einen angelaufenen alten Ring hervor. Die Kinder werden ihn dir erst noch polieren. Nimm bis dahin meinen Segen entgegen. Zieh eine Segenskarte. Jeder mit einer Axt getötete Gegner gewährt dem Spieler 3 Gesundheit. Das ist auch cool. Okay. Habe ich die Almosenkarte erstmal erledigt. Alicia in der Unterwelt. Okay. A challenge for you. And a token if you succeed. Bei deinen Bemühungen, mehr über das bizarre Portal herauszufinden, auf das du gestoßen bist, stolperst du immer wieder über einen Namen. Eine Mystikerin namens Alicia. Offenbar ist ihre Expertise in allen Dingen, die mit dem Schattenreich interdimensionaler Reisen und Bestien aus der Leere zusammenhängen, unübertroffen. Du spürst Alicias Wohnwagen auf. Alter, die Alte wohnt in einem Wohnwagen. Sie reist getarnt als Wahrsagerin. Ihr Auftreten passt nicht zu den Gerüchten über sie. Sie ist erheblich kleiner und hat einen weitaus beachtlicheren Bart. Sie räuspert sich, hörbar, bevor sie dich anspricht. Willkommen, Fremder! Sie weicht in einem spöttischen Geste des Erblinsens zurück. Die dunklen Wolken des Schicksals ziehen sich... Die dunklen Wolken des Schicksals ziehen sich wie ein Gewitter um dich zusammen. Für etwas Gold kann ich dir helfen, deine Zukunft durch den Sturm hindurch zu sehen. Zahle 3 Gold, erzähle ihr von deiner Begehr, mehr über die Unterwelt herauszufinden, oder lehne ab.
Ich erzähle ihr erstmal, dass ich da eine Begehr habe. Die Mystikerin sieht sich nervös um, bevor sie spricht. Weshalb glaubst du, dass ich etwas über solche Dinge wüsste? Ich bin nichts weiter als eine bescheidene Wahrsagerin. Hast du kein Interesse an solchen Diensten? Zahle 3 Gold. Och, fick dich doch. Ja, ist klar. Ist klar, hm? Fuck, fuck, fuck you. Die Mystiker... Achso, die Mystikerin atmet aus und öffnet ihre Augen. Du bemerkst einen Hauch von Enttäuschung. Blöde Kuh. Halte Ausschau... Achso, halte Ausschau nach künftigen Ereignissen. Sie werfen schon vorher lange Schatten. Zahle 3 Gold, um deine Zukunft zu lesen. Oh, komm, machen wir nochmal. Die Mystikerin atmet aus und öffnet ihre Augen. Du merkst einen Hauch von Enttäuschung. Und wieder das Geld weg. Sie werfen weite Schatten. Zahle 3 Gold. Ich kann es nochmal machen. Ich mache das jetzt so lange. Achso, ich kann es höchstens noch einmal machen. Ich will wieder die erste. Weil man kann es gar nicht sehen. So. Lehne ab. Ich habe kein Geld. Du entscheidest dich nicht für den Trug und Halbwahrheiten zu zahlen. Und die Mystikerin zieht in ihren Wohnwagen davon. So, jetzt habe ich jegliches Gold verloren. Ich bin voll am Arsch. Oh, ich habe die richtige Karte gewählt. Wie mir scheint. Ein Fährboot. Oh, das ist neu. Das gab es vorher noch nicht. Steht ja auch extra neu. Ein Fährboot befördert dich zu deinem nächsten Abenteuer. Du hast den Ausgang aus diesem Gebiet gefunden. Nimm die Fähre. Du lässt dich auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Mit wenig Money. Oh, warum? Das ist ja cool. Warum wird denn das aufgedeckt? Habe ich irgendwas? I have sat where you sit now. The game, though, the game is very different. I doubt even I would have reached this point. Sehr krass. Er saß mal hier, wo ich saß. Aha. So, erstmal ein Laden. Hilft mir nichts. Oh. Du wirst von einem freundlichen Händler begrüßt, der dir Schätze anbietet, die dir bei deinem Abenteuer helfen sollen. Aha. Juwelen des Kaisers, Damokles oder der Helm des Abschmetterns. Ah, a wondrous artifact. Good luck with it. 50% Chance, dass eine kostenlose Artefaktbenutzung pro Kampf gewährt wird. Okay, was haben wir hier? Damokles ist klar, da werfe ich selber Sachen. Wird ein Geschoss abgeschmettert, setzt der Helm eine Explosion von geringer Kraft frei. Oh, Helm oder... Was war das? So often I find you in possession of treasures far too good for you. Nehmen wir mal, komm. Und es ist ein Schild. As pleases you. 3 Rationen habe ich noch erhalten, perfekt. Reisender Heiler, da kann ich leider gar nichts machen. In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Leider muss ich vorbei. Ich habe kein Geld. Halle des toten Königs. Du siehst einen antiken, prachtvollen Sarg in der Hauptgrabkammer. Er birgt vielleicht atemberaubende Reichtümer, aber er ist sicher bewacht. Ziehe 2 Monsterkarten. Schuppen, Schädel. Versuche sie mit einem Überraschungsangriff zu killen. Oh Gott, es gibt nur einen Erfolg. A choice. Select your desire. Ene, mene, mene. Also ich würde jetzt eigentlich die erste machen, aber weil ich das wieder aus dem Gefühl raus machen will, nehme ich die zweite. Okay, es war blöd. Okay, also weil es ein Fehlschlag war, kommen auch Fallen mit dazu. Da sind die Fallen. Die Fallen sind eigentlich total top, weil durch die Fallen kriegen die Leute auch Schaden. Oh, scheiße. Der Sarg ist im Weg. Ich gehe mal auf die andere Seite, damit die mal hier ein bisschen durch die Fallen müssen.
Oh, weg da, weg da, weg da. Oh, ihr merkt vielleicht schon, das ist jetzt schon ein schwererer Kampf. Was mag vielleicht auch daran liegen, dass ich echt nur Fehlschläge hatte. Wie oft werden die denn wiederbelebt? Scheiße, Falle. Boah, aber wie oft werden die denn wiederbelebt? Das war anstrengend, aber ich habe nicht viel verloren, Gott sei Dank. Drei Gewinnkarten. Gold. Gesundheit. I'm sure you're grateful for that. Ration, perfekt. So, und weil ich das letzte Mal als erstes nach rechts gegangen bin, gehe ich jetzt nach links. Oh, das war sogar richtig gut. Oh, eine Seereise. A voyage across the ocean, or maybe a trip down the river. So, ich brauche mal ein Schlückchen. Echt, ich krieg langsam ganz trockenen Hals, so viel wie ich hier lese. Also diese Let's Plays sind auch echt anstrengend, das muss ich euch mal sagen. Und vollgekleckert habe ich mir auch. Aber es ist, wie es ist. Weiter geht's. Deine Reise führt dich übers Meer. Du hast den Ausgang aus diesem Gebiet gefunden. Gehe an Bord des Schiffes. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Okay, der reisende Kesselflicker, aber es bringt mir eh nichts hier. Verirrt im Sumpf. Du bist silent. Auch eine Karte, die wir noch nicht vorher hatten. Without a clue. This is a chance to learn how valuable your equipment can be in the right circumstances. So. Du verirrst dich in einem Sumpf. In alle Richtungen siehst du nichts außer trüben Wasser, knurrigen Bäumen und Nebel. Du hast Bewegungen und kannst undeutlich eine menschliche Gestalt im Nebel ausmachen, die dich herbeiwinkt. Nähere dich der Gestalt oder entferne dich. Nähern. Du wartest durch das trübe Wasser auf die Gestalt zu. Als du näher kommst, erkennst du die Gestalt eines alten Mannes, der in einem Umhang gehüllt ist. Hast du dich verirrt, Fremder? Für ein paar Vorräte kann ich dich hier herausführen. Er handelt einen Preis aus. 5 Rationen? Boah, 5 Rationen. Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, komm. Das ist ausreichend. Folge mir. Du folgst ihm mehrere Stunden lang und erreichst endlich ein trockenes Feld. Als du dich umdrehst, um dich zu bedanken, ist er verschwunden. Alter, wenn das nächste jetzt auch so ein Sumpf ist, raste ich aus! Okay, die Wirtshauswette. Caves, dungeons and the roads between them. Over and over, again and again. Du findest dich in einem zwielichtigen alten Wirtshaus, wo du für eine Gruppe Trunkenbolden Geschichten deiner Abenteuer ausschmückst. Ein betrunkener Soldat ruft laut, großer Held, ich wette um 5 Gold, dass du keinen Pfeil im Flug fangen kannst. Nimm die Herausforderung an. Oh nein, oh nein. Na los. Warum? Warum kriege ich den Fehlschlag? Oh nein. 5 maximale Gesundheit sind weg. Oh fuck, ey. Ich habe den Pfeil nicht gefangen. Zack, boom. Oh, sowas Blödes. Ein Hinterhalt. Was? Eine Monsterkarte. Ich habe nicht gelesen. Ich wollte einfach nur in den Laden. Oh, scheiße. Zack, habe ich dich. Also hier wäre mir echt mal, ich habe es glaube ich schon mehrfach gesagt, so ein bisschen mehr Gore, so ein bisschen mehr Blut, das wäre schon ganz nice.
Was für eine dreckige Karte. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich wollte da eigentlich rein. Du durchsuchst die Leichen, doch findest nichts. Du wendest dich wieder dem Händler zu. Geh zum Laden. Sei gegrüßt, weiser Reisender. Wir haben bla bla bla. So. Gucken wir mal, was für Gegenstände der hat. Untote. Unheil der Untoten. Scheiße. Nee, das war eine Schuppendame, ne? Bewegungsgeschwindigkeit. Das Rattenbeil und im dritten Kampf erhält der Spieler 20 Gesundheit. Das ist schon mal cool. Kann ich was verkaufen, was ich doppelt habe? Das kann schon mal weg. Ich habe eine schwere Rüstung, ne? Dann kann ich die mittlere Rüstung auch verticken. Und ich habe den Ring des Händlers und ich habe Ring des Rückblicks. Okay. So, Gegenstände kaufen nochmal. Erhöht die Bewegung. Ah, ist das ärgerlich. Fügt Feuerschaden bei Schlägen gegen Untote, hilft mir nicht viel. Wir sind ja bei Schuppen. Nach jedem dritten Kampf erhält der Spieler 20 Sekunden. Nehmen wir das noch mit, oder? So, und Rationen muss ich kaufen. Damit wir auch noch weiter durch die Gegend laufen können. So, das war's. Warum habe ich denn den blöden Pfeil nicht gefangen? Es war einfach zu schnell. Ich konnte das nicht sehen. Das kann man auch nicht sehen. Das Spiel verarscht einen dort. Die Schatztruhe. Während du ein Verlies erkundest, klar wollen wir ja die Schatztruhe. Ich näher mich der Schatztruhe. Es gibt nur einen Erfolg. Oh Gott, es wird ja immer schwerer. Verarschen die mich? Man kann das doch gar nicht sehen. Vorsicht dem Gas. Oh nein, versuche dem Gas zu entkommen. Oh ja, komm. Jetzt kommt der Gas. Tritt aus in der Kammer. Ich habe Erfolg. Wenigstens etwas. Du hechtest durch die wogenden Gaswolken und erreichst sicher die andere Seite. Du näherst dich der Schatztruhe. Die Schatztruhe sieht mitgenommen aus, aber noch unberührt. Versuche sie aufzustemmen. So. Oh, Gott sei Dank. Nach einem mächtigen Zug gibt das Schloss nach und die Beute ist dein. Der Geber 4 Gewinnkarten. 15 Gold. Eine Ausrüstungskarte. Heilende Haube. 3x Gold. 20 Gold. Perfekt. Mein Gott. Fremder in den Schatten. Nee, das ist wieder der Vampir. Da machen wir gar nichts. Nein, ich lehne ab. Wie du wünschst, meint der Freund und verschwindet im Schatten. Wir werden ihm kein Blut geben. Ich habe schon genug gelitten heute. Der nächste Teil deiner Reise führt dich aus einer Höhle zum Rand eines imposanten Waldes. Verlasse die Höhle. Los, weg hier. Oh, gleich ein reisender Magier. Perfekt, da können wir gleich nochmal... Did you expect me to tell your fortune? No. A fortune teller is at their most base and despicable. Es wiederholt sich jetzt ganz, ganz oft, was er labert. Manchmal sind noch neue Sachen dazwischen, aber man hört das echt oft. I am different. My powers are genuine. So, wir können mal kurz gucken, was der noch hat. Drachenring. Während alle Drachenreliquien ausgerüstet sind, erhältst du 50% Max Gesundheit und wirst nach jedem Kampf komplett geheilt. Das ist zwar cool, aber kann ich... Da ist es! Echsenmenschen erleiden doppelten Schaden. Das Ding brauche ich. Let the Lizardmen beware. Und, ja. Do you think that will help you? Gegenstand verkaufen. Heilende Haube kann ich verticken. Ja, Mann. Sehr geil, das war genau das, weswegen ich die Karte reingepackt habe. Boah, ist ja frech. Eine Ration kostet 6. Aber ich muss die ja leider kaufen. Weil ich sonst wahrscheinlich nicht da rumgekommen wäre, oder? Ich habe mich wahrscheinlich verzählt mit den Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Na gut, aber hier gibt es keinen weiteren Händler. Des Teufels war... I live by very different rules. So, was hat er für uns? Ein in einem Mantel gehüllter Teufel erscheint auf deinem Weg. Ich bin hier, um deine Macht zu testen, sogenannter Held. Wähle deinen Gegner. Ich wähle... 2 Schuppen. Ich hab doch jetzt, ne, Schuppendingsbums. Machen wir halt 2 Echsen platt.
Oha. Du blöde, dreckige Feuerechse. Alter, ich hab doch gerade mein Schild benutzt. Ich hoffe, du verreckst jetzt. Verbrenne. Ah, ich habe aber auch nur eine Axt, ne? Ich bräuchte echt mal auch eine bessere Waffe. Ausgezeichnet, ruft der Teufel. Du hast meine listige Prüfung bestanden. Hier, du erhältst einen Schatz. Wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, töte ich dich vielleicht selbst. Der Geber zieht 3 Gewinnkarten. Oh. Glühende Eifer. Okay, also der riesige Hammer macht 35 Schaden. Der macht 32 Farben. Schaden, aber eine Feueraura. Ausrüstungsgegenstände mit diesem Attribut brennen. Ja, ist klar. Diese Waffe besitzt eine Feueraura, die schnell nachlässt. Drücke linken Bumper. Okay, und was haben wir hier nochmal beim riesigen? Während du fortlaufende Angriffe aneinanderreißt, erhöht sich dein Schaden enorm. Drück linken Bumper, um mächtige Explosionen freizusetzen. Na, dann nehmen wir doch lieber die Explosion und etwas, was sowieso stark ist. Weil bei Echsen kann ich mir nicht vorstellen... Oh, yes! Energie. Bei Echsen kann ich mir nicht vorstellen, dass, wenn es selber Feuerechsen sind, dass dann eine Feuerwaffe hilft. Gebeine des Helden, das machen wir auch schnell. Das kann ja nur hier irgendwo sein. Ich erkläre es nochmal im Schnellformat, damit ich es nicht wieder vorlesen muss. Held tot, Held hat... Habe ich irgendwas überlesen? Hä? Hey, ich hätte es doch lesen sollen. Schlacht auf dem Gipfel, ach. Okay, vergesst das mit dem Held, das ging ja ganz schnell. Ein Licht zieht dich zu einem nahegelegenen Hügel. Du erblickst einen Hexenmeister gerade, als er in einer Schwefelwolke verschwindet und nur seine heraufbeschworenen Lakaien zurücklässt. Ziehe 2 Monsterkarten. Pestbube und Staub. Ich greife natürlich an. Es tut mir leid, meine Nase. Oh, scheiße. Oh, das ist ja cool, der Move. Ich bin sehr langsam gerade, merke ich. Das liegt wahrscheinlich am Hammer. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, scheiße. Naja, gut, ich habe schwere Rüstung. Jetzt lass mich doch meine Explosion machen, Alter. Der Pestbube ist sau schnell. Aber vergiftet der die anderen zufälligerweise? Alter, der ist zu schnell für mich. Okay, machen wir's so. Aber der hat mir gerade ordentlich abgezwirbelt, der Typ. Der Hammerschlag ist geil, aber... Ich bin sau langsam, das bin ich so nicht gewohnt. Aber das liegt auch an dem Hammer natürlich. Fügt Feuerschaden bei Schlägen gegen Untote zu. Brauche ich aber gerade leider nicht. 10 Rationen. Na gut, ich hätte die vielen Rationen doch nicht kaufen müssen. Feuer in der Tiefe. Hatte ich auch noch nicht. For some people, that is home and hearth. For you, it is a terrifying beast. Feuer in der Tiefe. Veteranen vergangener Kriege erzählen Geschichten von großen, mächtigen Kreaturen, die aus Steinen und Flammen geschaffen sind. Nicht all ihre Angriffe können von Normalsterblichen abgewehrt werden. Diese Monster wurden vom König ins Exil verbannt und leben nun in den Höhlen tief unter der Erde, aus denen sie einst hervorkamen. Ein jahrelanger Krieg war nötig, bis das Exil durchgesetzt werden konnte. Doch nun wurden sie schon seit Generationen nicht mehr an der Oberfläche gesehen. Jetzt muss ich gegen die Arschlöcher kämpfen, ja?
In einem tiefen, dunklen Höhlensystem begegnest du zufällig einigen seltsamen, flammenden Kreaturen, die einen alten Mann umringen. Sie drehen... Das soll sich dann heißen, wa? Sie drehen sich zu dir um. Da steht aber D. Ey, diese Entwickler haben teilweise echt scheiße übersetzt. Während der Mann vor Furcht zusammenzuckt, greife die Kreaturen an, fliehe aus dem Gebiet. Natürlich greife ich die Kreaturen an. Ich habe ja noch ein bisschen Energie, das sollte hinhauen. Obwohl ich ja nicht weiß, was das jetzt für Kreaturen sind. Boah, die sind aber weit weg. Oh, fuck. Lava-Golem. Das hätte ich mir vielleicht mal eher überlegen sollen, wa? Ich voll Spaß. Ja, verpudel ich dir erstmal eine. Boah. Oh, 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 oh. Du Arsch! Oh, hab ich ihn? Okay, der Hammer ist langsam, aber er ist super stark. Also so, ja, ist ja normal, ist ja bei jedem Rollenspiel so, aber keine Ahnung, was der sonst gefressen hätte. Hab Dank, Fremder, sagt der alte Mann. Ich bin seit vielen Jahren in diesen Tunneln unterwegs, doch ich keine Lava-Golems mehr so nah an der Oberfläche gesehen, seit ich ein kleiner Junge war. Da fehlt das Wort ich hab. Hier sind echt jetzt gerade grobe Schnitzer drin. 2 Gewinnkarten, 10 Gesundheit. Und Ration, ja, sauber. Und ich habe das Zeichen der Karte erhalten. Sehr schön. Do you understand what you have unleashed? Lass die Lava-Golems frei. Neue Errungenschaft. So, ich bin gespannt. Okay, wenn da der reisende Juwelier ist, scheißen wir drauf, wir gehen runter. At their heart, all games are about power. Heilige Schmiede. The acquiring. Of power, the retaining of power, and most importantly, the use of power. Auf einer staubigen, einsamen Ebene stolperst du über die Ruinen eines alten Klosters. Während du dich dort umsiehst, spricht dich ein alter Mann in einer schmutzigen Kutte an. Vor langer Zeit schmiedeten wir von der Bruderschaft heilige Waffen über den Kampf gegen die Ungläubigen. Aber die Ungläubigen waren stark und eines Tages wurden wir von einem ihrer Überfallkommandos überrascht. Sie zerstörten fast alle unsere Werkzeuge und nahmen uns unsere Materialien. Besonders hatten sie es auf das seltene Erz abgesehen, aus dem wir unsere Waffen gefertigt haben. Nach diesem Tag war die Armee des Königs nicht mehr hier. Ich weiß nicht, was in den folgenden Jahren aus ihr wurde. Ich zumindest blieb hier. Und irgendwann leisteten mir nur noch die Geister Gesellschaft. Denn alle anderen, die überlebt hatten, gingen nach und nach weg. Scheiße! Hier geht's jetzt hier weiter. Wahrscheinlich wäre da oben links Erz gewesen. Du verabschiedest dich von dem Mönch und lässt ihn in der stillen, leeren Ruine stehen. Ich habe kein Erz, tut mir leid. Oh, schon wieder verirrt im Sumpf. Leck mich doch am Arsch. Näher dich der Gestalt, bla bla bla. Umangehüllt, zahle 5 Rationen. Zahle 20 Gold, nö. 5 Rationen. Boom, ich bin raus. Easy. Nee, da wäre auch gar kein Gold gewesen. Herr Leo wäre da gewesen. An und für sich ein sehr angenehmes Deck gerade. So, ich gehe an Bord des Schiffes und es geht weiter. Okay. Dann würde ich doch sagen, gucken wir uns die linke Seite an, wenn da so viele Sachen sind. She's out there now, waiting for you. Oh, die Maid, sehr geil. Das hat sich schon mal gelohnt. Dann möchte ich doch bitte ein längeres Leben. Na, da bin ich wieder bei 100, wenigstens etwas.
So. Einheimische Bäuerin. Ich weiß nicht. Dann gebe ich... Die soll mir alles erzählen. Dann müsste ich ihr eigentlich 5 geben. Mach ich. Ich gebe ihr jetzt 5. Warum kriege ich denn jetzt eine Ausrüstungskarte? Das wollte ich doch gar nicht. Erhöht die Bewegung. Alter, perfekt. Nehme ich. Und aha. Direkt vor mir ist die Schuppendame. Da könnte ich jetzt hin. Dann habe ich den Endgegner gelegt. Wisst ihr was? Das machen wir. Ich habe volle Energie. Ich habe ein Schild. Und ich habe diesen Hammer mit Boom. Ja? Und ich habe in meinem Inventar den Helm, um Echsen eher Platz zu machen. Ich habe ein Schild. Ich habe krasse Ringe. Flinke Manschetten. Riesiger Hammer. Bei mir läuft schwere Rüstung. Ich bin gut unterwegs, glaube ich. Ich glaube, ich könnte es echt... versuchen. Was wollte der edle Händler wollte ja, dass ich dass ich eine Waffe verkaufe. Das kann er ja sowas von knicken. Attacke. Auf zum Endboss, die Schuppendame. Die majestätische Schuppendame spuckt mächtige Feuerbälle und ihre Totems verhindern den Tod all ihrer Kinder. Es heißt, dass wenn du das Totem einer Dame zerstörst, ihr Zauber gebrochen wird und auch die umliegenden Echsen Schaden erleiden. Niemand weiß, ob dies jemandem gelungen ist. Also, als erstes das Totem killen und dann auf die Schuppendame. Puh. 4 Schuppen. Das ist die Schuppendame. Okay, sieht auch absolut aus wie eine Dame. Ich muss das Totem beseitigen. Es ist nicht hin. Also nochmal hier hoch. Okay, das Totem ist hin. Los, zünde deine Kinder an. Warum ist das denn jetzt so zeitlupenmäßig teilweise? Okay. Nimm das, Schuppenschlampe. Booyaka, Alter. Das war mega geil. Ohne Scheiß. You have destroyed something priceless, my friend. Do you ever wonder if your fell hand and the damage it causes are worthwhile? Petty treasures retrieved from death and disaster. Puh. Dafür, dass du Nahrung an die Weisen gespendet hast, erhältst du Rationen, Ring der Armut und Almosen 2.
Für das Abschließen der Feuer in der Tiefe Begegnung erhältst du diese Karten. Mithril, Gier der Attentäter, Höhlentrank, Golem Angriffstrupp. Scheiße, das sind jetzt wieder hier so krasse Golems, die mich jetzt dann verfolgen, ähnlich wie die Rattenmenschen. Sieg über die Rattendame. Unbewegliches Objekt, Schildbrecher, enormes Schild, Pestkönig und das Wirtshaus. Ja, meine lieben Freunde. Für heute soll es das sein. Wir sind kurz vor den 2 Stunden. Ich bedanke mich, dass heute doch dann mehr los war im Chat, obwohl ich mir gerade bei diesem Spiel viel, viel mehr Kommunikation wünschen würde. So, nein, geh da nicht lang, mach's lieber links, mach's lieber rechts. Ah. Ist aber leider nicht so. Oder das Delay oder der Delay, ich weiß gar nicht, was man sagt. Das Delay, der Delay, ist vielleicht auch zu hoch, um dann Fragen direkt zu beantworten. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Fand das total knorke, dass ihr heute hier wart. Und auch für alle die das im Nachhinein gucken, vielen Dank fürs Gucken. Gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, ihr kennt die Leier. Und ja, was habe ich vergessen? Ach so, genau, ich zähle noch bis 5, dann bin ich wieder weg. Also, 1, 2, 3, 4, 5, haut rein.